Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem ganz speziellen Infovideo. Ja, ich muss gestehen, dass ich doch etwas aufgeregt bin, da dieses Video, wie gesagt, ein spezielles Video ist, also kein Vlog, wie ihr ihn in letzter Zeit meistens gesehen habt. Ja, aber so ist es eben. Ja, zuerst geht es mal um das Thema der Kanalzusammenführung. Es ist soweit, ab September werde ich meine beiden Kanäle, das heißt diesen Vlog-Kanal und meinen Hauptkanal, wieder zusammenführen zu einem Kanal, so wie ich das die ersten Jahre auch gemacht hatte. Genau. Und zwar möchte ich das mal für 3 Monate testen. Ja, und ich denke, dieser Zeitraum ist ausreichend. Zuerst dachte ich, ich probiere es 1 Monat aus, aber ich denke, 1 Monat ist definitiv zu kurz. Ja, 3 Monate, um zu sehen, wie der Hauptkanal dann läuft, ob er immer noch weiterhin so schön wächst wie schon seit längerem. Oder sagen wir mal, seit ich in La Gomera wieder war, dieses Jahr. Oder ob er absackt. Ja, genau. Und ich werde diesen Kanal, also diesen Vlog-Kanal, in dieser Zeit weiterhin geöffnet lassen für alle Zuschauer und auch für mich. Erstens, ja, da vielleicht manche von euch gerne nochmal das ein oder andere Video von diesem Kanal anschauen möchten. Und zweitens, dass ich zur Not, falls der Hauptkanal, sobald ich die beiden zusammengeführt habe und 3 Monate vergangen sind, vielleicht doch nicht mehr so gut läuft und weiter wächst wie bisher, so dass ich dann wieder zurück switchen kann auf diesen Kanal. Ja. Und für alle neuen Zuschauer, die jetzt in letzter Zeit auf diesem Kanal hinzugekommen sind, das waren ja doch einige, und die meinen Hauptkanal vielleicht noch nicht kennen und auch nicht abonniert haben, werde ich ihn hier oben, ich denke mal auf dieser Seite, per Infokarte einblenden für euch. Des Weiteren findet ihr aber auch immer den Link zu meinem Hauptkanal unter den Videos in der Videobeschreibung. Ja, ich werde nicht nur die beiden Kanäle ab September zusammenführen, sondern es wird sich dort auf dem Kanal auch ein bisschen was ändern. Das heißt, dass ich nach heutiger Sicht dann vorhabe, nicht mehr ganz so viele Vlogs auf dem Hauptkanal online zu stellen. Ja, es werden also weniger Vlogs zu sehen sein. Es werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich generell weniger Videos zu sehen sein. Und dafür habe ich aber vor, auch mal wieder, ja, hin und wieder, ich sage jetzt nicht regelmäßig, so wie es halt bei mir passt, Food Diaries auch zu drehen. Ja, falls du nicht weißt, was ein Food Diary ist, da zeige ich dann, was ich mir zu essen zubereite, also was ich esse. Das wird dann aber kein Tages-Food Diary werden, denn Tages-Food Diaries, die werden generell geschnitten. Und ich schneide meine Videos seit längerem nicht mehr. Also zeige ich dir dann entweder, was ich mir gerade zum Frühstück zubereite oder zum Mittagessen oder zum Abendessen. Genau. Und in diesen Food Diaries werde ich, denke ich, dann auch nicht so genau zeigen, also die Mengenangaben. Ja. Ich werde euch einfach so ein bisschen über den Tellerrand bzw. über den Topfrand schauen lassen.
Ja, solche Videos habe ich früher auch gedreht. Die habe ich dann aber auch teilweise bearbeitet, sodass ich dann von dem ganzen Tag zeigen konnte, was ich mir zu essen gemacht habe. Ja, aber ich denke, das kommt so auch gut an. Genau, dann kann ich mal in einem Food Diary zeige ich, was ich mir zum Frühstück zubereite, in einem anderen, was ich mir koche zum Mittagessen und in einem wieder anderen dann, was ich mir am Abend zubereite. Genau, abends ist es bei mir sowieso meist oder eigentlich immer nur noch eine Kleinigkeit und eher nichts Besonderes. Ja, das werde ich tun, anstatt Rezeptvideos zu drehen. Es gibt ja auch schon einige Rezeptvideos auf meinem Hauptkanal von mir zu sehen. Die habe ich damals aber auch bearbeitet. Und ich denke auch, dass die einfach ja, interessanter sind, wenn sie bearbeitet sind. Genau. So, was habe ich noch vor? Videos auch wieder über das Thema Minimalismus zwischendurch mal einfließen zu lassen. Auch weitere Food Hauls, also vegane Food Hauls, auch vegane Food Diaries, genau. Ja, und ich werde euch dort, wie auch schon bisher, zwischendurch mal ja, den ein oder anderen schönen Platz in der Natur, den ich zwischendurch entdecke, dann zeigen. Ja, gerade auch wenn ich dann umgezogen bin, da, ja, da, gut, da möchte ich jetzt noch nicht so viel von verraten. Auf jeden Fall wird das ja dann auch eine neue Umgebung wieder sein. Werde ich euch dann auch einiges zeigen können, was sicher auch interessant ist. Ja. Und was mir sonst noch so einfällt. Genau. Ja, dann wünsche ich mir sehr, dass alle, die dieses Video jetzt sehen bzw. anschauen und die diesen Kanal bisher abonniert haben und auch meine Videos hier geschaut haben, dass ihr mir weiterhin treu bleiben werdet, wenn ich dann auf meinen Hauptkanal rüber switche im September. Und für die Zuschauer, die hier schon jetzt in letzter Zeit neu dazu gekommen sind, die aber meinen Hauptkanal noch nicht abonniert haben, da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das dann nachholen würdet. Das ist kostenlos für euch. Ja, da würdet ihr mir eine große Freude mitmachen. Ja. Und wenn ihr mich einfach weiterhin verfolgt. Das Zweite, mir ist heute Vormittag eingefallen, dass ich ja seit einiger Zeit schon eingeführt hatte, also sofern ich mich in Deutschland aufhalte, was ja jetzt seit einem Weilchen wieder der Fall ist, dass ich dann immer zum Monatsende hin eine circa einwöchige Monatsend-Videodrehpause eingelegt hatte. Die hat mir auch immer richtig gut getan, ja. Und das möchte ich für dieses Monatsende auch wieder einführen, also jetzt wieder neu weiterführen. Nun hat ja die letzte Woche jetzt schon angefangen. Deshalb, ja, wird dann ein neues Video auf meinem Hauptkanal voraussichtlich erst Mitte bis Ende nächster Woche dann erscheinen. Ja, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, ich habe einfach gemerkt, dass mir das richtig gut tut, wenn ich zum Monatsende hin ja eine gute Woche mal eine Videopause einlege. Erstens habe ich deutlich mehr Zeit mal für andere Dinge und komme auch kopfmäßig mal ein bisschen weg von YouTube und dem Ganzen drumherum. Und gerade jetzt, wo ich ja meinen Umzug am Vorbereiten bin, wenn ich jetzt auch mehr Zeit habe, ja, ich möchte ja noch ein paar weitere Dinge bei eBay zum Beispiel einstellen. Dann möchte ich an meinem bisherigen Projekt meinen
Taschenbüchern, genauer gesagt an meinem vierten Taschenbuch, das kein Notizbuch werden wird, dann weiterarbeiten, sobald ich noch ein bisschen fitter bin, ein bisschen regelmäßiger ausreichend schlafe, möchte ich da auch wieder weiter, ja, oder wieder loslegen. Und ich habe euch ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass ich demnächst oder dass ich ein neues Projekt angefangen habe. Genau, für dieses Projekt, das ist noch deutlich aufwendiger. Dieses Projekt habe ich eigentlich schon seit Jahren im Kopf und ja, habe mich da aber nie rangetraut, beziehungsweise habe mir das nicht zugetraut. Ja, mittlerweile sehe ich es aber anders und ja, möchte mich da jetzt einfach mal ranwagen. Ich habe damit auch schon ein kleines bisschen angefangen und ja, auch schon ein bisschen im Internet recherchiert, was man dabei alles beachten muss, und das ist jede Menge, ja. Also ja, ich brauchte einfach noch einiges an Zeit, um mich da einzulesen, wie, was, wo, denn es soll ja ein gutes Projekt werden, sage ich jetzt mal. Ja, worum es da genau geht, das erfahrt ihr dann in einem speziellen Video dazu auf meinem Hauptkanal, ja. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe, nichts Wichtiges. Denn ich habe mir jetzt nichts notiert. Ich werde mich noch mal kurz ein bisschen sammeln und überlegen, ob noch irgendwas anderes war, und melde mich gleich noch mal zu Wort. Wo bist du denn? Okay, ich denke, dass ich alles Wichtige euch mitgeteilt habe. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen bzw. Zuhören. Wünsche euch noch eine angenehme restliche Woche oder auch einen schönen Restmonat. Ja, und wir sehen uns dann wieder, wie gesagt, Mitte bis Ende der ersten Woche im September. Ja, und ich freue mich schon auf euch dann dort auf meinem Hauptkanal. Ja, dann sende ich euch ganz liebe Grüße und sag mal, bis dann. Ciao.